Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir machen heute weiter mit Teil 2 und 3 aus Bates. Und dann geht es für Donnerstag und Freitag nach Schweden. Und dann sind wir mit dem Thema Rallye komplett ausgearbeitet, abgearbeitet, fertig. Am Ende der Woche. So sieht zumindest der Plan aus. Wir fangen heute an mit dem nächsten Teil. Und zwar 16 Kilometer einer weiteren Rallye. Das weitere Event. Ja, ich bin froh, wenn wir das Thema durch haben. Ich weiß nicht, mit welchem Auto wir fahren. Ich habe mir nämlich tatsächlich noch ein neues Auto zusätzlich zugelegt oder zwei neue Autos zugelegt. Auch für den Rallycross zum Beispiel habe ich mir noch einen Ford Focus RS geholt. Jetzt weiß ich nicht, welchen Wagen der mir jetzt vorgibt. Mal sehen. Aber wahrscheinlich eher den Ford. Ja, den Ford RS200. Das ist die Aufgabe auf jeden Fall. Okay. Let's go. Das Auto ist kein schöner Anblick, aber es läuft gut. Ach, was? Klappt alles. 11 Minuten gibt er vor. So. Ich muss ja ein bisschen vorbereiten jetzt für die Woche. Eine Woche, bevor diese Folge rauskommt, bin ich jetzt schon wieder in der Aufnahme, weil ich jetzt weg bin, in Leipzig bin. Aus privaten Gründen. Neuer Job und so. Also es kann passieren, dass dann irgendwann die nächsten Wochen keine neuen Videos kommen. Seht es mir bitte nach. Wie gesagt, ich muss auch jetzt wieder alles aufbauen, noch einen Umzug und alles. Da ich ja jetzt demnächst wegziehen werde, bis wieder alles läuft, wird wahrscheinlich dann auch keine Glück kommen. So viel kann ich nicht vorbereiten. Naja. Komm so, konzentrieren wir uns auf den zweiten Race-Teil heute mit zwei Rennen uns nur. Müssen wir rausziehen. 60 über links 6. Was hier, wenn er Achtung, Kopper, rechts 1. Links 4. Links 1. Kopper, nicht schneiden. In rechts 2 lang. In links halten, Überpuppe. In rechts 1. Lang, wach auf, nicht schneiden. In links 2. Kopper. Wir haben leider ein bisschen. Boah, Alter, ein bisschen Rückstand jetzt gerade. Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen konzentrieren hier im Wald im Dunkeln. Links 1, Welle, Senke. Rechts 5, über Welle. Links 5. Rechts 6, rechts 5, links 4. In 90 Grad links. Links 3. Rechts 5. Was will der denn? 6, also ich sehe Licht dann jetzt gerade nicht. Kein Fan von diesen ziemlich engen Stellen hier. Links 4. Rechts 3. In links 2. Links 1. Kopper. Rechts steil. In rechts 2 lang. In links halten. Überpuppe. In rechts 1. Lang. Macht auf. Rechts steil. In links 2. Kopper. 80. Der einfach trotzdem in diesen Baum rutscht. Links 6, Kopper, Senke. Rechts 6, links 6. Rechts 5, Kopper, nicht schneiden. Links 6, 130. Links 5, links 3. Ich hatte vorhin schon 10,3 Sekunden. Wir stehen allerdings nur auf 2. Also müssen wir mal ein bisschen nachlegen. 4 Sekunden Rückstand heute momentan. Rechts 6, Kopper, in links 6. Durch Senke. Links 6. Auf der Kehre links. Innenhalten. Oh, was ist denn hier? 60 Kopper. Können wir nicht mal den Wald bitte weglassen? Rechts 6. Rechts 4. Durchsenke.
Mittig halten, über Kuppe, links 3, durch Senke. Mittig halten, über Kuppe, 60, in offene Kehre, rechts lang. 60 durch Senke. Links 3, über Kuppe. Links 6, rechts 4, links 3. Mittig halten, über Kuppe. Rechts 4, über Kuppe. Links steigen, in links 2, links 6, durch Senke. Links 4, über Kuppe, durch Senke. Der Telefonsprung 20 Sekunden. Na gut, 4 Minuten gefahren hat Zeit, also 11 Minuten gibt uns ja vor, also haben wir noch ein bisschen was vor uns. Das nächste Rennen ist dann 11 Kilometer lang, also das ist, wie gesagt, wir fahren ja heute nur 2 Rennen und den Rest fahren wir dann morgen. Den Anfang haben wir ja schon am Donnerstag gemacht. Ich fahre aber auch einen Scheiß mit zusammen hier. Gerade im Wald. Wie er einfach trotzdem an den Baum muss. Er rutscht. So, drittes Abschnitt. Aktuell von 31 Sekunden. Wir sind jetzt mittlerweile auch wieder da, wo war und wo ich mich gerne am liebsten sehe oder am gerne sehe. Auf Platz 1 nämlich. Zum Auftakt des zweiten Tages hier aus rechts. Ein Baum muss auf jeden Fall treffen, ne? Links 5. Rechts 4, über Kuppe. Links halb, durch Senke. Rechts 2, durch Senke. Links 3, nicht schneiden. 130. Rechts 4, links 1, Welle, Senke. Nicht schneiden. Rechts 5, über Welle. Oh, Alter! Links 5. Volle Zapfstift. Rechts 6, 80. Kuppe, sofort. Rechts 2, nicht schneiden. Wenn Schweden dann auch so Dinger kommen, ey, da wird's heftig. Das wird's, glaube ich, richtig heftig bis zum Ende nochmal. Achtung, Kuppe, sofort, rechts 1. In links 6, durch Senke, links 4, über Kuppe. In links 6, durch Senke, Kuppe, links 1, Kuppe. In rechts 2 lang. Wir haben schon 8 Minuten jetzt gefahren in diesem Rennen. Jetzt gleich in den letzten Abschnitt. Rechts 5, Kuppe, nicht
Schneiden. Links 6, 130. Rechts 5. Links 6, 80. Kuppe senke. Rechts 6. Rechts 4, über Kuppe. Durch senke. Mittig halten. Über Kuppe. Rechts 6, 60. Durch senke. Links 3. Rechts halten. Über Mitte. Links 5. Rechts 4, über Kuppe. Links halten. Durch senke. Rechts 2, durch senke. Links 3. Rechts schneiden. 130. Rechts 4. Links 1. Welle. Senke. Rechts schneiden. Rechts 5. Über Welle. Links 5. Rechts 6. In links 6. Kuppe 60. In rechts 3. Über Kuppe. Wir sind mittlerweile schon im linken Abschnitt und gehen jetzt gleich schon rechts Richtung zwei, Ziel. Aber es ist auch ein Schiff zu fahren. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang. Durch senke. Rechts schneiden. Ja, nach dem Desaster aus Spanien vom Mittwoch wollen wir natürlich hier wieder liefern. Rechts 6, durch Senke. Rechts 4, Kuppe, Leitsprung. Rechts 6, über Kuppe, 60. Links 5, rechts 1, über Kuppe. Links 6, in offene Kehre rechts. Lang, durch Senke, rechts schneiden. Links 4. Rechts 3, in links 2, in links 6. Bis Ziel. Ah, Gott sei Dank bis Ziel. Puh, was ein Rennen. Am Ende sind es 55,3 Sekunden Vorsprung und wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das war unschlagbar. Super. Da, eieiei, 14 Kilometer nochmal. Hammer. Morgen der Tag wird wahrscheinlich sogar genauso lang werden, also. Ja, wir haben heute noch, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was vor heute. Jetzt haben wir das längste Rennen weg. Das waren nur 2 Kilometer kürzer, aber immerhin, aber trotzdem nicht einfach. Boah, Alter, was sind das für Rennen, ey? So, dann geht's jetzt weiter mit Teil Nummer 2, dem zweiten Rennen für heute. Unsere Kupplung scheint zu schleifen. Könnte die Leistung beeinträchtigen. Hoffentlich nicht. So, er gibt eine etwas kürzere Zeit von 10 Sekunden weniger vor. Also 10,53 gibt er vor. Naja. Ja, war mir fast klar. Du bremst nur, bremst an und der rutscht dir quasi direkt komplett in den Graben. Ja, Thema ist gegessen, das heißt, ich darf nochmal. 30 Sekunden Zeitstrafe, aber die müssen wir jetzt irgendwie versuchen aufzuholen. Ach, geht das schon wieder los mit dem Heck? Und nochmal 20 Sekunden hinterher, weil es so schön ist. Ich hasse das Ding. Weil der Abstand hat sich ja schön knicken quasi. Links 5, über Kuppe, links schneiden.
Was machen die mit mir? 16 Kilometer und 14 Kilometer hintereinander weg, ey. Mal kurz 30 Kilometer Rallye fahren heute. Rechts 4, Überkurve. Links halten, durch Senke. Rechts 2, durch Senke. Links 3, nicht schneiden. Links 6. Offene Kehre links, innehalten. 60 Überkurve. Also geht's jetzt wieder ein bisschen um Schadensbegrenzung. Links 4, rechts 3, links 6, Überkurve. Rechts halten, Überkurve. Links 3, rechts 4. In links 6, 60. In links 6. Kurve 60. In rechts 3, Überkurve. Links 5, Senke, 100. War mir fast klar. Links 1, Welle, Senke, rechts 5, Überwelle. Links 30 Sekunden, also wir sind schon wieder. Rechts 6, rechts 5, links 4. Ein bisschen dran. Links 3, rechts 5, rechts 6, durch Senke, rechts 4, Kuppe, Gleitsprung, rechts 6. Ich geb das Ding sogar noch nicht mal auf hier. Links 6, offene Kehre. Links. Was, Alter? Offene Kehre links. Ey, du fährst nur ein bisschen über die Straße und das Auto schlägt sich. Wenn... Ach, du möchtest gerne aufholen? Warte mal, das ändern wir. Ich bin froh, dass ich diese scheiß Rallye nicht durch habe. Also komplette Rallye-Ding. Schweden noch heute, in den nächsten Tagen. Noch 32 Sekunden. Rechts 6, links 5, Überkuppe. Rechts 6, Kuppe in links 6, durch Senke. Links 6, offene Kehre links, innehalten. 60 Überkuppe. Links 5, wegschneiden. Rechts 3, 90 Grad rechts, rechts 4. Links 5, nicht schneiden. Rechts 2, nicht schneiden. Links 3. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang durch Senke. In rechts 6. Links halten. Überkuppe. Nicht schneiden. Rechts 5. Nicht schneiden. Rechts 6. Durch Senke. Rechts 4. Kuppe. Vielleicht Sprung. Rechts 6. Überkuppe. Ja, ich bin gefühlt schon deutlich näher dran gekommen an den Gegner. Ja. In rechts 2 lang. Was war denn ein Ding? So verliert und verlaut und verkackt man es wieder. So verliert man wieder unnötig Zeit. Das war nur eine Sekunde. Wie ist die Kacke da? Rechts 1, links 4, links 6, auf der Kehre links, innehalten, nicht schneiden, 60 Überkuppe, 80, Überwelle, sofort auf der Kehre rechts, innehalten, rechts 6. Rechts 3. In links 2. Durchsenke. In rechts halten. Durchsenke. Links 4. Überkuppe. Rechts 5. Rechts 5. Links 4. In 90 Grad links. Links 3. Rechts 5. 80. Überwelle. Sofort auf der Kehre rechts. Innehalten. Rechts 6. Links 6. Das ist gut, wie weit der Abstand nach unten gegangen ist mittlerweile. Links 5, rechts 4, Überkuppe, links halb, durch Senke, rechts 2, durch Senke, links 3, nicht schneiden, links 5, rechts 4, Überkuppe, durch 10 Sekunden. Durch Senke, rechts 2, durch Senke, links 3, 15 Sekunden allein in diesem Abschnitt hier gut gemacht. Links 6, Kuppe, Senke. Rechts 3, lang, mach zu, Überkreuzung. Links 6. In rechts 3, Überkreuzung. Wenn da ein bisschen Platz ist, dann geht das eigentlich. Dann kann man versuchen, sie ein bisschen aufzuholen. Ich gebe das Ding noch nicht mal auf hier. Durch Senke, rechts 3, 150. Links 5, links 3, Überkreuzung. Rechts
Links 6, Überkuppe, 60. Rechts 6. Links 4. Rechts 3. Links 6, Überkuppe, 100. Rechts 2, in links 4, Überkuppe. Rechts 3, wegschneiden. Links 4. Rechts 6. Rechts halten, Überkuppe. Links 3. Rechts 4. In links 6, 80. Links 5, rechts halten. So, jetzt sind wir zumindest wieder gleich auf. Sind nämlich nur nicht mal mehr eine Sekunde. Voll letzter Abschnitt für heute. Oh, das ist das für Rallye, ey. Wir haben vorhin morgen nochmal so ein Ding. Konzentrieren, weil es hier verdammt eng ist, um nicht wieder irgendwie im nächsten Bankenbaum zu landen. Und jetzt gehen wir zum ersten Mal in Führung wieder. Vorsprung 6 Sekunden. Das sagt mal 50 Sekunden Zeit, oder 54 Sekunden Zeitstrafe. Wenn man überdenkt, wenn wir jetzt mal eine Minute weg vorne. Links halten, durchsenken. Rechts 2, durchsenken. Links 3, links schneiden, 60. Rechts 5, durchsenken. Links 3, 60, überrennen. In rechts 6, 100. Rechts 4, links 1, Welle, Senker, links schneiden. Rechts 5, über Welle. Links 5, rechts 6, links 5, rechts halten, über Puppe. Links 6, in offene Kehre rechts, lang, durch Senker, links 4. Rechts 3, in links 2, links 6, offene Kehre links, innen halten. 60 pro Puppe. Rechts 6, durchsenken. Rechts 4, Puppe. Leitsprung. Rechts 6, über Puppe. In links 6, bis Ziel. Langsam. Meine Männer, sind es 13 Sekunden Vorsprung. Wir haben es rausgeholt, liebe Leute. Wir sind Erster. Wäre auch nur eine Sekunde. Aber wir führen. Das war sehr, sehr, sehr wichtig. Na, was so ein schöner Läufer. Wir haben echt gut, dann sind wir immer gesteigert. Aber es war schwierig tatsächlich. Ich war sehr, sehr schwierig, aber wir sind vorne gelandet. Auf P1. Gut. Und morgen den Teil sehen wir uns da, den letzten drei Rennen sehen wir uns dann morgen ab morgen an. Oder beziehungsweise sehen wir uns morgen an. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Dirt 4.